Yo Leute, willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal, Legend Hunter. Wir werden ja diesen Kanal zu zweit filmen, wie es mein Partner, auch Cousin, gesagt hat. Und ja, ich werde jetzt mich einfach nur ein bisschen hier über das Spiel reden, ein bisschen über den Kanal, was für Videos wir machen und ja, ein, zwei Kämpfe machen. Auf jeden Fall auf diesem Kanal werden wir hauptsächlich Clash Royale Videos machen, vielleicht auch Clash of Clans oder andere Mobile Games. Und ja, ich werde glaube ich jetzt noch so einen Fight machen gegen meinen Partner. Okay, das war gerade ein bisschen dumm, ich wollte die gar nicht setzen. Ein Level 6, da wenn wir jetzt verlieren, ne? Wenn wir jetzt verlieren, dann sind wir... Okay, er hat den Feuerball. Zwei Minions haben es durchgeschafft, Okay, die Musketierin ist... Oh, die ist fast tot, Wir haben seinen Turm gleich, Das ist schon mal gut, wir haben seinen Turm gleich. Okay, er setzt die zweite Musketierin hin. Die jetzt die Kobold, den Kobold fasst. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt down haben. Ich hoffe, wir haben sie down. Nein, haben wir nicht. Wir setzen da die Lakaien hin. Die waren ein bisschen zu früh. Wir hätten die ein bisschen durchlaufen lassen können. Aber wir haben seinen Turm eh. Ja. War gerade auf Klo. Okay, er hat unseren Turm gleich. Ich frage mich, warum ich... Achso, ja, gut. Tunnelgräber kämpft gegen die Musketiere. Musketiere ist down, Tunnelgräber auch. Wir haben die Minion-Horde gesetzt. Ich würde das setzen, aber so wie sie kommt, der nicht, wäre auch unnützig. Das bisschen Elixier verlaufen. Ich glaube, er wird jetzt den Prinzen spielen. Ich hoffe mal, dass er das nicht tut. Aber okay, er hat den Lava-Hund. Ist auch eine gute Karte, finde ich. Ist auch einer meiner Lieblings-Legendaries, also auf Platz. Okay, nicht in den Top 3, aber ist eine Legendary, die ich auch mal gerne haben würde. Weil die hat übelst viel Life Points. Und mit der kann man übelst gut. Ja, Damage machen an Türen, würde ich sagen. Also so finde ich das. Okay, hat sich aufgesplittet der Lava-Hund. Der Funky und der Tunnelgräber ist jetzt gleich am Turm. Funky schafft keinen Schaden mehr, okay. Da ist der Prinz. Gesetzt. Ich hoffe, wir schaffen jetzt einen 3-Kronen-Sieg. Sieht danach aus, dass wir einen 3-Kronen-Sieg machen. Ist schon mal gut, dass wir... Okay, 10 Sekunden, das wird jetzt wieder so ein knapper Kampf. Ich hoffe, wir machen 3-Kronen-Sieg. Ja, wir haben den 3-Kronen-Sieg. Da ist er, auf 4 Sekunden. Auch knapp. Okay. Okay, der Partner ist on. Ich nehme mal jetzt... Ja, ich nehme mal jetzt das Deck, was ich nutze. Auf jeden Fall, er ist schon Arena 8. Ihm fehlen nur noch ein paar Legendaries. Er hat selber schon 3. Den Holzfäller, den Funky und den Inferno-Drachen. Ich finde, der Holzfäller ist übelst gut und der Funky, also wenn man die zu zweit spielt. Also was ich gerne als Combo nehmen würde, wäre... Also was ich immer nehme, ist Funky und Tunnelgräber oder Royal Giant und Tunnelgräber. Aber hätte ich jetzt den Holzfäller, würde ich den auch in mein Deck nehmen. Weil dann würde ich auch Funky und Holzfäller spielen. Er ist jetzt ein Giant. Okay. Setzen wir mal hier in den Royal Giant. Wir lassen uns noch ein bisschen... Okay. Okay, er setzt die Hexe dahinter. Ich lasse ein bisschen vorlaufen, auch wenn das nicht gut ist oder dumm. Er setzt den Holzfäller dahinter. Okay, ich hoffe, die Hexe macht jetzt... Okay, die Hexe ist abgelenkt. Letztes Mal hat die Lakaien hin, weil die übel zielt. Okay, die Hexe ist down. Der Turm ist auch down. Okay, so ein Mega-Minion kommt durch. Wir setzen da mal die Lakaien hin. Auf die andere Seite vom Turm kommt mal der Tunnelgräber. Ich hoffe, er hat jetzt nichts zu verteidigen. Sieht gut danach aus. Okay, er setzt den Inferno-Drachen. Er setzt den Inferno-Drachen.
Ich glaube, da würde ich mal sagen, wir setzen hier den Royal Giant hin. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, ich. Okay, ich glaube, wir haben diesen Kampf verkackt. Denn. Okay, ich glaube, ich verteidige jetzt erstmal hier gegen diesen Inferno-Drachen. Hier ist ja auch schon fast down. Okay, diesen Kampf haben wir, glaube ich, wirklich verkackt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch in unseren Clan kommen. Hier so geschrieben. Auf jeden Fall, dass die A's wurden durch eine 4 ersetzt und die O's wurden durch eine 0 ersetzt. Wir sind 12 Mitglieder und ihr könnt reinkommen, wir werden auch Turniere starten. Ja. Also ich würde mal sagen, damit beende ich mal das Video. Okay.